Hallo und willkommen zu Alpenrevue. Als im Herbst 1974 Yes die Aufnahmen zu ihrem siebten Album Relayer begonnen haben, lagen bereits vier Personalwechsel hinter ihnen. Von den Gründungsmitgliedern aus dem Jahr 1968 waren nur noch Anderson und Squire da. Die letzte Trennung hatte sich nur Monate zuvor ereignet, als der Keyboard-Wizard Rick Wakeman die Band verließ, angewidert von der Richtung, die die Band mit Tales from Topographic Oceans eingeschlagen hatte. Die Suche nach einem neuen Keyboarder endete mit dem Schweizer Patrick Moratz, der zu dem Zeitpunkt in der Band Refugee war, zusammen mit Lee Jackson und Brian Davison, ehemals von The Nice. Nun muss man anmerken, dass Moratz ein Monster von einem Keyboarder ist und, auch wenn das nicht jeder gleich gerne hört, ein Keyboarder ist, der es leicht mit Rick Wakeman aufnehmen kann. Die Band ist also keine Risiken eingegangen, als sie Moratz engagierten. Relayer ist musikalisch durchaus eine Fortsetzung von Tales from Topographic Oceans, wobei das Albumformat wieder mehr an Close to the Edge erinnert. Auch hier haben wir eine 22-minütige Komposition über die gesamte A-Seite, während auf der B-Seite zwei 9-minütige Songs drauf sind. Also drei Lieder für das ganze Album. Das Album ist sicherlich aber auch eine musikalische Weiterentwicklung. Die Band wagt sich hier tiefer in Bereiche des Jazz-Fusion, bleibt aber dem Prog-Rock-Pathos sehr treu. Als Komponisten werden bei diesem Album alle Musiker gleichermaßen genannt. Die A-Seite beinhaltet nur einen Track, das dramatische The Gates of Delirium, eine Langformat-Komposition basierend auf Ideen und Fragmenten von John Anderson. The Gates of Delirium ist eine faszinierende Achterbahnfahrt und sicherlich einer meiner Lieblingstracks von Yes. Instrumental sind hier alle auf der Höhe ihres Spiels. Es ist auch spannend, Anderson richtig aggressive, treibende Passagen singen zu hören. The Gates of Delirium bietet große Flächen für intensive und teilweise sehr progressive Solos. Steve Howe hatte für dieses Album seine berühmte Gibson ES-175 beiseite gelegt und spielt hier eine Fender Telecaster, die man bei ihm auf den Folgealben noch öfter hören sollte. Sein Gitarrensound hat somit einen größeren Twang als sonst und sein Spiel ist deutlich ausladender und aggressiver als sonst. Einfach mal bei der 10. Minute von The Gates of Delirium reinhören. Fantastischer Gitarrensound von Steve Howe, stark getränkt mit Fusion-Elementen. Das Faszinierende an diesem Song ist sicherlich, wie schnell die Zeit dabei vergeht. Bei einem Musikstück von 22 Minuten atmet man ja erstmal durch und macht sich auf Längen gefasst. Doch hier passiert alles derartig rasant und zielstrebig. Wenn man sich erstmal musikalisch orientiert hat, ist das halbe Lied schon vorbei. The Gates of Delirium hat wohl auch eine programmatische Dimension und ist wohl ein Song über den Krieg. Doch ihr kennt mich schon. I'm in it for the music. Ich bin nicht allzu empfänglich für Konzeptalbum-Gedanken. Mich stören Konzeptalben überhaupt nicht, nur nehme ich das Konzept dahinter selten so richtig zur Kenntnis. Das gilt auch hier. Das hier ist einfach verdammt gute Musik. The Gates of Delirium ist ein tolles Schaustück für progressive Rockmusik. Im letzten Viertel schält sich dann das Soon-Thema hervor. Vermutlich eine der schönsten Balladen, die Anderson je geschrieben hat. Absolut simpel, 4-5 Akkorde, doch vollkommen magisch. Welch eine atemraubende Auflösung eines so dichten und so rasanten Musikstücks. Von dort bäumt sich das Lied noch einmal zu einem grandiosen, geradezu mysteriösen Finale auf und dann ist es vorüber. Es ist unfassbar, dass das 22 Minuten gewesen sein sollen. Würde ich das Lied nicht kennen und jemand hätte mich gefragt, wie viel Zeit nun vergangen war, hätte ich auf 12 Minuten getippt, aber nicht 22. Die B-Seite beginnt mit Sound Chaser und dies ist mit Abstand das abwegigste und avantgardistischste Musikstück, das Yes jemals aufgenommen hat. Hier kann Patrick Moratz seine Qualitäten unter Beweis stellen. Es ist ein faszinierender Prog-Jazz-Track, der hier Takt- und Tonartenwechsel durchschreitet. Das Lied besticht mit sehr gutem Harmoniegesang zwischen Anderson und Squire, aber das erwartet man bei Yes auch. Die Gesangsmelodie mutet eigentlich nicht allzu exzentrisch an, doch der hektische Sound drumherum macht diesen Song so extrem undurchsichtig. Vermutlich ist dies nicht jedermanns Geschmack, aber ich bin froh, dass Yes auch mal so einen Song aufgenommen haben.
Steve Howe bringt hier auch Elemente von Flamenco herein, doch das offenbart sich nicht auf den ersten Blick, da er eben diesen funkigen Telecaster-Sound dabei benutzt. Soundchaser ist sicherlich ein Track, den sich die meisten öfter anhören müssen, um langsam auf den grünen Zweig zu kommen. Es ist auf jeden Fall eine Fundgrube für klasse musikalische Ideen. Gerade ab der 7. Minute, wenn Patrick Moratz endlich aufdrehen kann, kommt da eines der geilsten Keyboard-Solos der Rockgeschichte zum Vorschein. Einfach nur gigantisch. Soundchaser ist die Art von Lied, für das man vermutlich eine gewisse Stimmung mitbringen muss. Aber gerade dann, wenn sich die eher bekannten Yes-Nummern für den Zuhörer etwas abgenutzt haben, denn ein Lied kann man vermutlich nur 500 Mal hören und dann reicht es einfach. Aber da ist dann so ein Stück wie Soundchaser eine willkommene Fundgrube, da man auch noch Jahre später darin neue Momente entdecken kann. Das Album schließt mit To Be Over. Das ist, nach all der Avantgarde, plötzlich eine extrem chillige Nummer, die den Flair der Flower Power Psychedelik wieder erweckt. Der Refrain könnte von Simon & Garfunkel stammen. Steve Howe spielt hier am Anfang einen Sitar-artigen Gitarrensound, was diese Mellow-Atmosphäre nur verstärkt. Das Coverdesign von Roger Dean ist vermutlich meine Lieblingsarbeit von ihm. Interessanterweise hat Roger Dean selbst an mehreren Stellen festgestellt, dass ihm sein Design für Relayer von all den Arbeiten für Yes am besten gefällt. Das Bild ist farblich zurückhaltender als die meisten anderen Yes-Cover und beschränkt sich auf Schattierungen zwischen Weiß, Hellgrau und Braun. Doch die Fantasy-Atmosphäre hier ist sicherlich unübertroffen. Relayer ist sicherlich eine meiner Lieblingsplatten von Yes, wenn man nicht sogar von einem Favoriten sprechen könnte. Es ist ein gewisser Angriff auf bestimmte Hörgewohnheiten, doch hat man dieses Hindernis erstmal überwunden, so öffnet sich eine atemraubende akustische Sphäre, die ich jedem empfehlen kann, der musikalischer etwas tiefer in den Abgrund steigen möchte. Falls du Yes noch gar nicht kennst, ist das hier nicht unbedingt das Album, mit dem man anfangen sollte. Dafür eignet sich The Yes Album oder Fragile sicherlich besser. Die Stärke von Relayer liegt sichtlich bei der A-Seite, bei The Gates of Delirium, doch auch die B-Seite kann zu einer kurzweiligen Entdeckungsreise werden. Darum gebe ich guten Gewissens 5 Sterne hier. Das hier ist eine verdammt gute Platte und eine sonische Expedition der besonderen Art. Und das mag ich an dieser Art von Musik. Es sind Expeditionen nach innen. Bis zum nächsten Mal. Das war Relayer von Yes aus dem Jahr 1974.